Mein Name ist Melanie, ihr seid bei Seitenreise und heute gibt es meine Neuzugänge aus dem Monat August. Yes! Fangen wir an mit etwas, was kein Buch ist, aber trotzdem so awesome, dass ich es euch zeigen muss. Und zwar hat der Bruder einer Schülerin, eines Bekannten von mir, einen 3D-Drucker und druckt anscheinend extrem viele Sachen und irgendwann hat er keinen Platz mehr und gibt es seiner Schwester und die Schwester so, was soll ich denn tun? Und ja, auf jeden Fall habe ich jetzt einen Oktopus mit Hut und es ist so weird und random. An jedem Arm hat er Waffen und ich in so Steampunk Octopus Ghost. Piu, piu, piu. Ja. Wie gesagt, es ist mega random, aber ich feiere es total, außer dass ich keine Waffen unterstütze. Aber piu, piu, piu. Ne? Dann fange ich mit einem Buch an, das ich schon in meinem Lesemonat gesehen habe, weil ich es bekommen habe und nicht abwarten konnte, bis ich es lese. Ich habe Light from Uncommon Stars von Rika Aoki mir gekauft. Hier haben wir drei Handlungsstränge. Wir folgen unter anderem der jungen Violinistin Katrina, die eine Transfrau ist und psychisch und körperlich misshandelt wird in ihrem Haushalt, weil ihre Eltern, vor allem ihr Vater, nicht damit umgehen kann. Und ja, sie flieht und trifft nach einigen Ereignissen auf die zweite Person, nämlich, ich muss nochmal kurz nachgucken, Shizuka Satomi, die eine weltberühmte Violinlehrerin ist und auf der Suche ist nach einer, nach der nächsten zu lehrenden Person, die siebte, die einen absoluten Welterfolg auch machen muss. Shizuka hat noch ein kleines Geheimnis. Das steht auch im Klappentext. Die hat ein Deal with the Devil, in dem sie die Seelen von 7 SchülerInnen an den Teufel oder an die Hölle generell übergibt und dafür selbst ihre Weltberühmtheit dann am Ende des Vertrags wiederbekommt. Außerdem haben wir hier noch Landran, die mit ihrer Familie einen Donutshop übernommen hat vor einigen Jahren und außerirdisch ist. Also Aliens, die einen Donutshop führen und ja, mir hat das so viel Freude bereitet und ich will gar nicht zu lange drüber reden. Wenn ihr mehr wissen wollt, schaut in meinen Lesemonat. Ich habe dort auch immer Kapitel drin und ihr könnt dann direkt auch zu dem Titel springen. Dann zeige ich euch drei Mangas, von denen ich nur einen gekauft habe. Bei den anderen sage ich euch dann gleich, wie es dazu kommt, dass es nicht bezahlt werden musste. Und zwar einmal habe ich mir The Kingdoms of Ruin gekauft, Band 1. Mich hat vor allem diese Schreibfeder überzeugt. Und ich lese euch den Klappentext durch, weil der fasst es am besten zusammen, worum es geht. Also, das erste ist Kill Me If You Can. Seit jeher wachen die Hexen über die Menschen und haben bereits unzählige Generationen mit ihren magischen Kräften geleitet und beschützt. Doch diese Zeiten sind vorbei. Technischer Fortschritt macht Magie überflüssig und herrschsüchtige Menschen sehen in den Hexen bloß noch eine Bedrohung ihrer eigenen Macht. Eine erbarmungslose Hatz beginnt und auch der junge Adonis muss mitansehen, wie seine Ziehmutter als Hexe grausam hingerichtet wird. Als er ihren leblosen Körper erblickt, schwört der angehende Magier eines Tages die Straßen des Imperiums mit dem Blut der Mörder zu überziehen. Und da war auch ein Bepper drauf, ich glaube ab 16 oder ab 18, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Ich werde es einblenden, oder? Nein, halt, hinten steht es drauf. Ab 18. Und ich habe dann den jungen Menschen da gefragt, ist das ab 18, weil es auch so ein bisschen viel zu viel Sexual Content hat? Oder warum ist es ab 18? Und er hat mir erklärt, dass es das überhaupt keine Rolle spielt, sondern dass es halt wirklich darum geht, es wird sehr grafisch Gewalt dargestellt. Und die Geschichte ist aber, hat er mir gesagt, trotzdem nicht nur auf Gewalt ausgelegt. Und ich habe es jetzt probiert und ich bin auch
ganz angetan davon gewesen. Mehr dazu in meinem Lesemonat, den ich speziell für Mangas und Graphic Novels packe. Ja, vor allem, was mich dann halt überzeugt hat, ist, dass es hier um Schriftmagie auch geht. Und ja, war so ein No-Brainer dann. Dann habe ich mir noch beim Gratis-Manga-Tag von 2022, der war an dem letzten Samstag im August, habe ich hatte Arbeit bis 13 Uhr und bin dann in die Innenstadt in meine eine Buchhandlung und sie hatten nur noch Reste. Und das war aber auch okay. Ich habe mir gedacht, so, die Sachen, die mich interessiert hätten, hat eine Freundin gehascht sich und da werde ich mir das auch mal dann ausleihen. Und jetzt habe ich hier einmal Love and Fortune, Band 1. Und Colette beschließt zu sterben. Und auch hier werde ich euch jeweils den Klappentext vorlesen. Zuerst bei Colette, weil das jetzt oben liegt. Colette ist Ärztin, genauer genommen die einzige Ärztin ihrer Stadt und deshalb Tag und Nacht im Einsatz. Irgendwann ist sie so ausgelaugt und mit dem Nerven am Ende, dass sie beschließt zu sterben. Aber so richtig will ihr das nicht gelingen. Stattdessen findet sie sich quicklebendig in der Unterwelt wieder, wo schon der nächste Patient auf sie wartet. Der Herrscher über den Höllenkerker Hades. Okay, mit dieser Fantasy-Komponente hätte ich überhaupt nicht gerechnet und bin jetzt neugierig. Ich glaube, das lese ich bald. Dann Love and Fortune. Baku ist 31 und hat sich ihr Leben ganz anders vorgestellt. Ihr Traumprinz ist nie gekommen, also lebt sie in einer emotionslosen Zweckbeziehung mit Futa. Ihr fehlt der Mut, etwas an ihrem Leben zu ändern, bis eines Tages Yumiaki in ihr Leben tritt. Über ihre gemeinsame Leidenschaft für Filme finden die beiden zueinander und verlieben sich Hals über Kopf. Doch es gibt ein Problem, den gewaltigen Altersunterschied zwischen den beiden, denn Yumiaki geht noch auf die Highschool. Okay. Ich habe kein Problem mit Altersunterschieden, also Highschool. Mal schauen. Ich werde den ersten Band probieren und es wahrscheinlich nicht weiterlesen. Aber jetzt habe ich es und ich werde mal reinlesen. Dann habe ich zwei Sachen auf der Straße gefunden. Klingt total lustig, ne? Ich weiß. Einmal The Magic Orange Tree and Other Haitian Folktales Collected by Diane Wolkstein. Ein lustiges Detail. Hier ist auch ein random Titelblatt drin. Also Vorderbuchumschlag. Von Inanna, Queen of Heaven and Earth, Her Stories and Hymns from Sumer. Und ein Brief auf Schreibmaschine geschrieben. Der ist vom 10. Juli 1984. Ich finde es so super. Deshalb, Hammer, was man teilweise so findet. Hier, ja, es geht um haitianische Volksmärchen. Mich interessiert sowas ziemlich. Ich werde hier aber ehrlich gesagt kritisch rangehen, weil Diane Wolkstein klingt jetzt nicht unbedingt haitianisch. Und ich werde dann einfach mal schauen. Ich werde auch im Vorfeld noch recherchieren, wie diese Person da wissenschaftlich und forschungstechnisch wirklich dasteht und ob man da das unreflektiert so lesen kann, ob sie vielleicht wirklich einfach die Geschichten übernommen hat oder ob sie selbst noch dran gedreht hat. Das macht dann vieles noch aus. Aber prinzipiell fand ich das Thema sehr spannend und habe gesagt, ich nehme es mal mit. Und dann habe ich extrem cool, ich habe den Namen gelesen, war so, ja, meins. Beziehungsweise ich habe erst das Cover gesehen und mir so, was zur Hölle bist du? Dann habe ich den Namen gesehen. Yes. Und zwar Angela Carter, Plauberts Zimmer, Märchen aus der Zwischenwelt. Wenn ich mich nicht täusche, ist es auf Englisch die Sammlung von Angela Carter, die da heißt Bloody Chambers. Und ja, hier sind verschiedene Kurzgeschichten von ihr drin, die alle magisch sind auf irgendeine Art und Weise und Geschichten mit und um Plaubart, vor allem wenn sie dann halt aus einer Perspektive sind, die nicht weiß ist, interessieren mich sehr. Ja,
Ich habe vorbestellt den zweiten Bahnfound im Herzen des Imperiums. Der heißt hier Am Abgrund des Krieges von A.K.D. Martin. Im ersten Teil geht es darum, dass unsere junge Botschafterin in das taixkalanische Imperium reist, vor allem in die Hauptstadt, und dort halt herausfinden muss, was hat der Botschafter vor ihr gemacht, welche Bündnisse ist er eingegangen, und das Problem ist, sie kommt von einer Raumstation, bei der es eigentlich die Möglichkeiten eines Implantats gibt, das die Erinnerungen des vorhergehenden Berufsfeldträgers übernimmt. Und sozusagen, man hat wie eine Persönlichkeit, die dann mit im Kopf ist und man verschmilzt ein bisschen auch. Und ja, es gibt dann auch noch durchaus ethische Fragen, die in den Büchern behandelt werden. Also zumindest im ersten auf jeden Fall. Und im zweiten, denke ich, geht es weiter. Ja, man errät am Titel. Es ging nicht alles absolut perfekt aus im ersten Band. Und ja, ich bin super gespannt, wie diese Reihe ändert. Es ist bloß eine Trilogie. Und ja, ich bin super gespannt. Noch ein zweiter Teil einer Trilogie. Und ich glaube, wenn ich mein aktuelles Hauptbuch beendet habe, muss ich das dazwischen schieben, weil das ist was fürs Herz und wholesome und überhaupt. Es ist nämlich A Prayer for the Crown Shy von Becky Chambers. Ich habe ja im Juli, August, ich bin mir gerade gar nicht sicher, habe ich den ersten Teil auf jeden Fall gelesen, A Psalm for the Wild Build. Und ich überlege sogar, ob ich den nochmal rereade und den dann nachschiebe. Das sind nur so 160 Seiten. Wir folgen hier weiterhin Dex, der non-binären Team-Monk-Person. Mönch irgendwie genderneutral zu nennen, fällt mir sehr schwer, deshalb bleibe ich beim englischen Begriff. Und dem Roboter Moscap, die aufeinandertreffen. Und Dex ist eine Person, die sehr zufrieden ist mit dem, was sie macht und auch richtig gut darin, aber immer so eine innere Unrast verspürt. Und geht dann auf eine Reise, bei der Day halt Moscap trifft. Und ja, Roboter sind seit 1000 Jahren nicht mehr da gesehen worden, weil sie haben in der Vergangenheit dieser Gesellschaft das Bewusstsein erlangt und die Menschen so, okay, ja, cool. Also versklaven wollen wir nicht. Wir bieten euch jetzt an, dass ihr BürgerInnen unserer Stadt werdet. Entscheidet euch, was ihr wollt. Und sie so, ja, voll. Danke für das Angebot, aber wir würden uns dafür entscheiden, in den Wald zu gehen und zu schauen, was wir jetzt einfach mit unserer Bewusstseinserfahrung machen. Ja, wie gesagt, 1000 Jahre, niemand hat einen Roboter gesehen und dann die erste Begegnung. Und dieser Roboter fragt dann, was braucht die Menschheit? Keine einfache Frage, ne? Die nächsten beiden Bücher habe ich schon mal in einem Vlog gezeigt. In meiner turbulenten Arbeitswoche. Ich habe gerade tatsächlich überlegt, wann und wo. Meine Vergesslichkeit fängt an. Oh Gott. Auf jeden Fall habe ich Band 2 und 3 von der Green Rider Serie mir gekauft. Und zwar der zweite Band First Rider's Call und der dritte Band High King's Tomb. Wir folgen weiterhin Kerrigan hieß sie. Ja, ich habe mir den Namen gemerkt. Kerrigan, die durch Zufall im ersten Band den Auftrag eines Green Riders übernommen hat und als Botin dann, danke an meine eine Freundin, die mir den Begriff nochmal auf Deutsch gesagt hat, welchen ich gesucht habe. Genau, die da gesagt, beziehungsweise die den Auftrag übertragen bekommen hat, weil der eigentliche Bote mit zwei schwarzen Pfeilen im Rücken gestorben ist und naja, er hat eine wichtige Nachricht an den König. Ja, klassische Quest-Fantasy mit interessanten Elementen zusätzlich und ich bin super gespannt, wie mir Band 2 und 3 gefallen werden. Dann habe ich mein Buch aus der Rainbow Crate. Auch das Video werde ich euch verlinken. Es ist Beating Heart Baby von Leo Min.
Wir folgen hier zwei Highschool-Schüler. Schüler? Ja. Ja. Einer davon ist ein Transjunge und wechselt die Schule und lernt ich glaube, im Orchester einen anderen Jungen kennen. Und die beiden beginnen miteinander zu reden, eine Freundschaft zu entwickeln und ja, vielleicht halt auch mehr. Ich weiß mittlerweile nicht mehr, ob ich es noch dieses Jahr schaffen werde, weil je dunkler es wird und je schneller es dunkler wird, desto mehr habe ich Bock, mich wirklich in Bücher lang und breit und episch fallen zu lassen. Schauen wir mal. Und dann habe ich noch eine Vorbestellung hier, bei der ich glaube, das Paket sogar schon Ende Juli bekommen habe. Aber ich habe es dann vergessen, ob es Ende Juli oder Anfang August war. Ja, dann habe ich es nicht in den Juli-Neuzugänge-Video gepackt. Und es war unter anderem diese Buchtasche dabei. Die ist selbst bedruckt. Dann, ich zeige euch erstmal die Extras. Ein Stift, ein Bleistift. Auch immer gut. Eine kleine Metalldose mit Pfefferminzbonbons. Und ich habe den Pfirsicheistee da reingepackt. Außerdem war so eine Büroklammer in Form eines Fahrrads dabei. Ich bin gespannt, ob das auch im Buch dann mit vorkommt. Außerdem, und es hat mir auch so gut gefallen, ein Notizbuch, auf das vorne ein Fahrrad draufgestickt ist, beziehungsweise auf ein Stück extra Pappe und dann auf das Notizbuch geklebt. Eine Karte, ebenfalls selbst gestaltet. Also alles mega cool. Und die hat minimal gelesen. Ich weiß nicht, wie gerade sie mal war. Eine Karte von Halle in Deutschland. Da spielt nämlich auch dieses Buch. Und zwar von Juliane Schliessel, Stillstand, das Ende von allem. Was extrem cool ist. Ich zeige euch erstmal oben und unten den Buchschnitt, aber haltet euch fest. Die Skyline von Halle ist hier auch noch dabei. Mega cool. Und wir haben eine Dystopie, bei der die Grundlage der Dystopie ist, dass die Menschheit explodiert ist und die Welt einfach keinen Platz mehr für alle hatte. Und 14 Milliarden Menschen vegetieren in der Zukunft auf dem Planeten Erde. Und ja, das kommt nicht so gut, ne? Das Land ist überfordert, jedes andere Land ist überfordert, das Trinkwasser droht knapp zu werden und ja, Gewalt, wahrscheinlich auch medizinische Engpässe und ich bin gespannt. Ich habe schon lange keine Dystopie mehr in der Richtung gelesen, aber ich habe schon mal was von Juliane gelesen und das hat mir gut gefallen. Und ja, bin gespannt auf diesen Dystopie-Roman. Dann habe ich noch zwei E-Books auf jeden Fall gekauft. Mir ist auch so ein bisschen aufgefallen, dass ich in den letzten Neuzugängemonaten dann irgendwie die E-Books immer vergessen habe. Ich habe nicht super viele immer gekauft, aber irgendwann lese ich sie und dann seht ihr sie. Deal? Deal. Na? Auf jeden Fall habe ich von Valerie Valdes Chilling Effect gekauft. Hier geht es um eine Frau, die, genau, um eine Kapitänin, die mit ihrer Crew mehr schlecht als recht zurechtkommt und als eines Tages ihre Schwester entführt wird, muss sie noch ein paar andere unerfreuliche Missionen durchstehen. Jedoch kommt es ihrer Psyche nicht ganz so gut, weil sie, man sieht es auf dem Cover, es gibt Psychic Cats, die auf diesem Schiff, auf dem sie da diese Rettungsmission startet, unter anderem sind. Und die Katzen haben mich überzeugt. Also, ich will wissen, was es mit diesen Katzen auf sich hat. Außerdem ist das Cover ziemlich geil. Der dritte Band ist jetzt erschienen und ich dachte mir dann so, ja, okay,
probierst du den ersten Band mal. Außerdem ist dann noch zusätzlich bei der Rainbow Crate, also das ist gar nicht das E-Book zu dem, zu der Box, sondern zu dem nächsten, weil die wird sich ein bisschen verzögern und dann haben sie das E-Book schon mal mitgeschickt. Und lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe auch noch Queer Windows, das erste Volume, Spring dabei. Und hier sind vier Kurzgeschichten von Kay Fletcher. Ich schätze mal, es wird irgendwann auch noch die anderen Jahreszeiten geben. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall sind es hier Geschichten über Liebe, die in allen Formen kommt. Und es ist relativ kurz. Es hat, glaube ich, auch so 150 Seiten. Und ja, das Cover finde ich ganz ansprechend. Es ist jetzt nicht super, super doll, aber es passt. Es hat Farben, die ich sehr, sehr liebe. Und deshalb werde ich es einfach mal probieren. Und ja, werde es euch dann berichten. Das sind jetzt alle Bücher. Kleiner Sneak Peek auf September. Ich bin ein bisschen bei NetGalley eskaliert. Und vor allem bin ich ein bisschen bei den Deutschen Buchpreis-Nominierten eskaliert und dachte so, fuck, jetzt muss ich die aber auch alle lösen. Naja, okay. Eins nach dem anderen. Ja. Aber, wie immer möchte ich von euch wissen, was ist bei euch im August eingezogen? Habt ihr irgendwas davon dann auch direkt gelesen, weil ihr es nicht erwarten konntet? Was ist es, was ihr, wenn ihr jetzt alle Zeit der Welt hättet, welches ihr sofort lesen würdet? Das möchte ich von euch wissen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, behaltet den Regenbogen im Herzen und die Toleranz im Kopf. Tschüss!